Abschnitt 23 setzt an, wo die Abschnitte 19 bis 22 aufgehört haben. Als erstes folgt der Unterteil des Turbinengehäuses, an dem dieses schwarze Anbauteil verschraubt wird. Danach wird die gesamte Baugruppe in das obere Turbinengehäuse eingesetzt, um dieses zu verschließen. Die Seitenelemente müssen dabei unter Umständen ein klein wenig auseinandergedrückt werden, damit sich das Unterteil einsetzen lässt. Weiter geht's dann mit dem Lufteinlasskanal. Dieser Bauabschnitt umfasst lediglich die Ober- und Unterseiten des Lufteinlasskanals. Ganz schönes Detail, die Oberseite muss nicht beklebt werden, sie ist tatsächlich bedruckt. Doch dazu später mehr. Abschnitt 25 beinhaltet vier Teile. Zwei davon ergeben den rechten Lufteinlasskanal. Dieser wird dann an ein Mittelteil angeschraubt. Wichtig ist die Ausrichtung des Mittelteils. Im Zentrum dieser Mittelplatte befinden sich zwei kleine Stege, ein kleines quadratisches Loch mit einer Bohrung auf der abgewandten Seite. Das Teil muss so angeordnet werden, wie hier gezeigt, das heißt, die kleine Bohrung ist jener Seite zugewandt, wo später der linke Lufteinlasskanal angebracht wird. Und schließlich folgt die Endmontage. Zuerst folgt noch der linke Lufteinlasskanal. Sobald dieser montiert ist, wird ein Querbalken angebracht. Falsch montieren kann man den zwar nicht wirklich, da die Bohrungen nicht auf die unterschiedlich breiten Luftkanäle passen. Im Zweifelsfall hilft ein Blick auf den Pfeil in der Mitte. Dieser muss nach oben zeigen. Das Ganze wird danach durch einen Gittereinsatz vervollständigt, der die Einlässe sauber abschließt. Nachdem wir bis hierhin Plastikteile am Start hatten, folgen nun wieder Metallteile. Das korrekte Teil an dieser Stelle ist dasjenige, welches mittig einen längeren Bolzen aufweist. Beim zweiten Teil wird außen noch dieser Verteiler angebracht. Aufgepasst, die kleinen Dornen keinesfalls abbrechen, da hier später sicher noch Schläuche angeflanscht werden. Zu guter Letzt wird nun die Baugruppe mit den Lufteinlässen an das Turbinengehäuse angeschraubt. Und das war's dann auch schon wieder mit den Abschnitten 23 bis 26. Wir haben gebaut, ihr habt zugesehen, gebaut habe ich den unteren Anbauteil der Turbine sowie die Lufteinlasskanäle. Offiziell hat man in der Serie ja nie unter Kids Motorhaube gesehen oder sehen dürfen. Im Gegenteil. Im Writer's Guide ab Staffel 2 wurden die Autoren sogar explizit dazu angewiesen, dass sie keine Szenen schreiben dürfen, wo die Kamera direkt in den Motorraum zeigen würde. Etwas Fantasie spielt also mit rein, dass man die Luftkanäle hier mit diesem Logo der Knight Foundation versehen hat. Beim letzten Mal hatte ich ja noch bemängelt, dass ich irgendwie nichts Gescheites zusammengebaut hatte. Mittlerweile ist da jetzt doch noch was draus geworden. Trotzdem, wenn ich sehe, wie viele oder besser gesagt, wie wenige Teile da jeweils in einem Abschnitt beiliegen, wird mir klar, warum das Ganze dann 110 Bauphasen benötigt. Wie dem auch sei, es sieht ganz ordentlich aus. Zwar sind nur die zentralen Bauteile aus Metall, während die meisten dieser Anbauteile hier aus Kunststoff bestehen. Das tut dem Ganzen jedoch keinen Abbruch. Schließlich bestehen die Luftkanäle im echten Firebird Trans Am ja auch nur aus Kunststoff. Besonders hervorheben möchte ich noch einmal den Aufdruck. Dieser ist absolut sauber und klar. Da ist nichts verschmiert und man kann die filigrane Linienzeichnung wirklich sehr gut erkennen. Und habe ich schon erwähnt? Es ist ein Aufdruck und kein Aufkleber, den man da selbst anpappen muss. Das ist ein absolut unnötiges Detail, aber da habe ich jetzt wirklich, wirklich Freude dran. Schade bloß, dass das beim Armaturenbrett damals nicht so in dieser Qualität geklappt hat. Wir sehen uns bald wieder, wenn es mit den Abschnitten 27 bis 30 weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. I'm going to go to the next one.